Zuerst will ich vielleicht so als Vorbemerkung darlegen, wie ich zu dem Thema demografischer Wandel und Generationengerechtigkeit gekommen bin. Mir ist aufgefallen, als ich mich mit der Entwicklung des Sozialstaates beschäftigt habe, insbesondere das Buch Krise und Zukunft des Sozialstaates verfasst habe, ist mir aufgefallen, dass die Entwicklung, insbesondere die Reformpolitik der letzten Jahre, sehr stark erklärt wird, zum Teil gerechtfertigt wird, mit großen gesellschaftlichen Veränderungen, die stattfinden. Und für mich sind es im Wesentlichen zwei große Prozesse, mit denen man die Entwicklung des Sozialstaates, seinen Um- und seinen Abbau rechtfertigt. Einmal die Globalisierung und zum anderen der demografische Wandel. Ich nenne diese beiden Prozesse die zwei großen Erzählungen unserer Zeit, weil mir klar geworden ist, dass mit ihnen eigentlich alle Reformen legitimiert werden können, sowohl diejenigen, die mit der Agenda 2010, mit den Hartz-Gesetzen, mit der Riester-Reform schon stattgefunden haben, aber auch die, die künftig kommen. Und ich möchte meinen Vortrag in mehrere Teile gliedern. Ich will zuerst vielleicht unter dem Titel, wie mit Mathematik Politik gemacht wird, so ein bisschen was zu der statistischen Seite sagen. Also wie stellt sich dieser demografische Wandel vor allen Dingen in der politischen Öffentlichkeit, ganz besonders in den Medien dar, oder wie wird er dargestellt? Dann will ich als zweites vielleicht unter dem Stichwort Demografie als Mittel der politischen oder sozialpolitischen Demagogie so ein bisschen skizzieren, wie da der demografische Wandel dramatisiert und wie er dann auch instrumentalisiert wird, um bestimmte politische Ziele besser als Sachzwang darstellen zu können. Dann will ich unter dem dritten Kapitel, vielleicht betitelt als Generationengerechtigkeit, als politischer Kampfbegriff, wie da versucht wird, mit diesem Schlagwort, oder ich nenne es einen politischen Kampfbegriff der Generationengerechtigkeit, wie da versucht wird, im Grunde soziale Spaltungen unserer Gesellschaft darzustellen, als welche, die zu tun hätten mit dem unterschiedlichen Alter in der Bevölkerung. Dann will ich viertens das Thema streifen der Staatsverschuldung, weil ich da beobachte, dass diese Staatsverschuldung auch herhalten muss, um Reformpolitik einer bestimmten Art und Weise zu rechtfertigen. Das will ich vielleicht mit dem Begriff der fiskalpolitischen Nachhaltigkeit überschreiben, weil da so getan wird, als könne man den Begriff der Nachhaltigkeit, der sehr viel Sinn macht im ökologischen Bereich, als könnte man den eigentlich auf den finanzpolitischen Sektor ausweiten. Das sehe ich kritisch. Und ich werde an diesem Punkt, genauso wie an vielen anderen Punkten, den Mainstream hinterfragen. Also das, was Sie tagtäglich in den Zeitungen lesen, das, was Sie in Radio, in Fernsehsendungen hören und sehen, will ich so ein bisschen kritisch hinterfragen. Und so auch dies, dass da die Staatsverschuldung als so ein schrecklicher Prozess dargestellt wird, dem man eigentlich nur entgegenwirken kann, indem man nicht nur Schulden reduziert, sondern indem man eigentlich auch den Sozialstaat weiter um- und abbaut. Und dann will ich schließlich im letzten Teil ja einen Bezug herstellen zu einem Thema, das ich auch häufig in Veröffentlichungen behandelt habe, weil ich auch als Rechtsextremismusforscher mich damit beschäftige, wie denn eigentlich dieses Thema demografischer Wandel von rechts außen besetzt wird und besetzt war immer, nämlich mit der Sorge, das deutsche Volk könnte aussterben. Und wie dieser Demografiediskurs, nenne ich es, die Sorge, das deutsche Volk könnte aussterben, immer mehr in die politische Mitte wandert. Und auch das sehe ich durchaus kritisch und will ich dann, wie anderes auch, vor allen Dingen mit Beispielen aus den Medien belegen. Und weil ich das machen will, brauche ich den Overhead-Projektor. Vieles habe ich allerdings auch nicht als Folie, sondern werde es hochzeigen, rumgehen lassen, damit Sie, für mich ist es auch wichtig, sinnlich zu erfahren. Also wenn ich eine Bildzeitung habe, dann kann ich sie schlecht, wie hier das Spiegeltitelbild, der letzte Deutsche, das Baby, schwarz-rot-goldene Windeln hat es an und darunter steht der letzte Deutsche und auf dem Weg zur Greisenrepublik. Wenn Sie es mal sich angucken, hier oben hat es eine Hantel, darauf sitzen ganz viele alte Menschen und verdeutlicht werden soll, dieses arme Baby, die vielen jungen oder wenigen jungen Menschen, die es noch in Zukunft gibt oder vielleicht sogar ist es nur noch ein einziges deutsches Baby, kann gar nicht die Last
der vielen alten Menschen mehr tragen und es ist eigentlich auch dabei auszusterben. Ich habe noch ein paar andere Beispiele dabei und die werde ich Ihnen dann zeigen. Also zuerst die Überschrift: Mit Statistik wird Politik gemacht. Hier können Sie es eigentlich schon sehen bei diesem Spiegeltitelbild, aber man findet es auch sonst in vielen Zeitungsüberschriften. Ich habe mir hier als Beispiel herausgesucht aus der Wochenzeitung Die Zeit vom 2. Januar 2003 die Überschrift, die man jetzt schlecht erkennen kann: Land ohne Leute. Hier kann man sie vielleicht etwas besser erkennen, denn Die Zeit hat über Jahre hinweg eigentlich schon beinahe kampagnenartig unser Thema des demografischen Wandels auf eine ganz bestimmte Art und Weise behandelt, die Sie hier sehen können. Land ohne Leute ist die Überschrift. Und unter dieser Überschrift wurde dann am 2. Januar 2003 etwas kleiner geschrieben, ich zitiere mal: In 100 Jahren wird es nur noch 25 Millionen Deutsche geben. Also nicht etwa, es könnte sein, dass es in 100 Jahren nur noch 25 Millionen Deutsche gibt, sondern es wird in 100 Jahren nur noch 25 Millionen Deutsche geben. Das wird natürlich getoppt von der Bild-Zeitung, die ich leider nicht dabei habe, die ich Ihnen aber deshalb zitiere. Die Überschrift: In 12 Generationen sind wir Deutschen ausgestorben. Und in diesem Artikel der Bild-Zeitung wird dann der Bevölkerungswissenschaftler Herwig Birk aus Bielefeld zitiert mit den Worten: Im Jahr 2300 wird es nur noch 3 Millionen Deutschen geben. Und ich habe ihn neulich getroffen und gefragt, ob denn die Bild-Zeitung ihn da falsch zitiert hat. Nein, er hat das nicht dementiert. So, ich behaupte, mit Mathematik, mit Statistik wird Politik gemacht. Nämlich in diesem Falle sehr einseitig, Angst erzeugt, es würde ein demografischer Wandel stattfinden, der die Bevölkerungszahl der Bundesrepublik dramatisch sinken lässt. Mein erstes Thema ist: Kann man das überhaupt seriös voraussagen? Über 20, 25 Jahre hinweg können die Bevölkerungswissenschaftler sicherlich seriös den demografischen Wandel auch berechnen, halbwegs zutreffen. Wenn man sich nämlich alte Veröffentlichungen von Herrn Birk anguckt, ich habe das neulich getan, eine aus dem Jahr 1987, was er da vorausgesagt hat für die Bevölkerungszahl der Bundesrepublik im Jahr 2000, beziehungsweise am 31.12.2005, stimmt nur deshalb nicht, weil, was er nicht wissen konnte, die DDR und die Bundesrepublik sich im Jahr 1990 vereinigt haben. Das konnte er im Jahr 1987, auch andere haben das damals noch nicht geahnt. Aber auch wenn man sich den Westteil der dann größeren Bundesrepublik Deutschland anguckt, stimmen die Zahlen, die er vorausgesagt hat, absolut nicht, sondern die Dramatik, die er gesehen hat, hat sich in Wirklichkeit sehr viel weniger horrorhaft dargestellt. Und ich denke, wenn Sie jetzt noch mal einen Blick vielleicht werfen auf Voraussagen des Statistischen Bundesamtes, die ja allgemein als sehr seriös gelten. Das Statistische Bundesamt hat in seiner 10. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung, so heißt das, für das Jahr 2050 vorausgesagt, dass die Bevölkerungszahl der Bundesrepublik in der mittleren Variante 5, man hat 9 Varianten durchgerechnet, und ich denke, am seriösesten ist die mittlere Variante 5, die weist aus, dass die Bevölkerung der Bundesrepublik im Jahre 2050 von heute 82,5 Millionen auf dann 75,1 Millionen um etwas weniger als 10% sinkt. Ich denke, 10%, das ist nicht so eine dramatische Zahl. Das hieße, die Bundesrepublik Deutschland wäre immer noch eines der am dichtesten besiedelten Länder Europas, wenn nicht der Welt. Und es hieße, die Bevölkerungsdichte der Bundesrepublik wäre so hoch wie etwa in Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Ich machte 1970 meinen Führerschein, fuhr damals mit dem ersten Auto als 18-, 19-Jähriger quer durchs Land. Ich sage Ihnen, man fand noch leichter einen Parkplatz. Das hatte damit zu tun, dass die Bevölkerungsdichte zwar dem entspricht, was da vorausgesagt wird, aber die Autodichte war sehr viel geringer.
Ich sah aber nirgends ein Land ohne Leute. Ich sah nirgends über hunderte von Kilometern, die ich gefahren bin, dass da keine Bevölkerung war, sondern das Land war auch schon damals im Vergleich zu anderen Ländern auf der Welt sehr hoch, sehr dicht besiedelt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, da wird vorausgesagt für das Jahr 2050, für das Jahr 2100, Herwig Birth sogar für das Jahr 2300. Ich denke, als Politikwissenschaftler vermute ich eher, dass die Bundesrepublik im Jahr 2300 gar nicht mehr bestehen wird. Aber wenn sie noch bestehen wird, dann glaube ich nicht, dass die Prognose von Herwig Birth irgendeinen Realitätsgehalt hat. Stellen Sie sich mal vor, Herwig Birth hätte oder ein anderer Bevölkerungswissenschaftler hätte im Jahr 1950 voraussagen sollen, wie viele Einwohner hat die Bundesrepublik im Jahr 2000, also 50 Jahre später. Er hätte übersehen im Jahr 1950 die Entwicklung zur Single-Gesellschaft, er hätte übersehen die Erfindung der Pille, er hätte übersehen die Vereinigung von DDR und Bundesrepublik, er hätte sich total geirrt. Jetzt stellen Sie sich vor, ein Bevölkerungswissenschaftler hätte im Jahre 1900 die Bevölkerungszahl des Deutschen Reiches im Jahr 1950 voraussagen sollen. Er hätte übersehen im Jahr 1900, dass es im Jahr 1950 das Deutsche Reich zum Glück gar nicht mehr gab. Und er hätte zwei Weltkriege übersehen. Und er hätte völlig daneben gelegen. Was schlussfolgere ich daraus? Ich schlussfolgere daraus, um es mit dem Statistikprofessor Gerd Bosbach zu sagen, hier wird moderne Kaffeesatzleserei betrieben. Und zwar aus ganz bestimmten Gründen, nämlich um ein Horrorszenario zu zeichnen, um so zu tun, als könnte man präzise voraussagen, wie sich die Bevölkerungsentwicklung über Jahrzehnte, viele Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte hinweg, darstellt. Und das ist eigentlich Charlatanerie, die aber in Gestalt von seriöser Mathematik und seriöser Statistik daherkommt. Was passiert weiter? Es werden solche Überschriften in den Medien produziert und solche Bilder. Eine Ausgabe des Stern, überschrieben, Sie kennen das schon, Land ohne Kinder. Ein Storch, schwarz-rot-goldene Schärpe, gebunden um den Schnabel. Da werden keine Kinder mehr geboren, ist die Botschaft. Und all die Probleme, die sich daraus ergeben. Aber es hört ja in den Medien nicht auf damit, dass behauptet wird, wir hätten ein Land ohne Leute. Sondern hier ist es eine Überschrift aus dem Spiegel, Nummer 2, 2004. Land ohne Lachen. Sie sehen einen Kreissaal, Sie sehen ein einziges Baby liegt da. Und ich bemerke dazu kritisch, auch ältere Menschen lachen. Lachen ist nicht nur das Lachen von Kindern und von Kleinkindern. Es wird aber hier der Eindruck erweckt, Deutschland schrumpft und ergraut. Schon jetzt gibt es ganze Straßenzüge ohne Kinderlachen. Also uns wird ein dramatisches Bild präsentiert. Und das führt mich jetzt zu meinem zweiten Punkt, nämlich zu der Frage, wie wird denn jetzt mit der Demografie, die man statistisch so verzerrt dargestellt hat, wie wird denn jetzt mit dieser Demografie sozialpolitische Demagogie betrieben? Das findet vor allen Dingen statt, indem man jetzt den Eindruck erweckt, ein einziges deutsches Baby mit seinen schwarz-rot-goldenen Windeln muss die Hantel, auf der so viele alte Menschen sitzen, stemmen. Und es muss also so viele Rentnerinnen und Rentner ernähren. Ja, ist das wirklich so? Auf den ersten Blick macht es uns doch wirklich Angst, also die demografische Entwicklung. Wenn, was ich erstmal nicht leugne, der Tendenz nach die Bevölkerung der Bundesrepublik kollektiv altert und auch der Tendenz also absinkt, besonders übrigens, wenn man eine so restriktive Zuwanderungspolitik macht, wie die Bundesrepublik über Jahrzehnte, wo sie längst einwanderungswahr, aber immer die Politik behauptet hat, wir sind kein Einwanderungsland und sollen und wollen es auch nicht werden. Wenn das so ist, wenn eine solche Politik gemacht wird, dann sind natürlich diese beiden Prozesse erstmal der Tendenz nach zu beobachten. Und wenn das so ist, wenn die Menschen demnächst häufiger auch mal 90 oder 100 Jahre alt werden, ja, dann muss man aber doch über einen längeren Zeitraum hinweg Renten zahlen. Und die jungen Menschen müssen diese Renten erwirtschaften.
Und wie soll das denn gehen? Da scheint es doch so, als gäbe es nur die Alternative, die uns auch in den Medien immer wieder präsentiert wird, nämlich die Alternative, entweder man senkt die Renten drastisch oder aber man hebt die Rentenversicherungsbeiträge drastisch an. Das zuletzt genannte scheidet aus, weil das können Sie auch in allen Medien hören, immer wieder. Globalisierung ist ja für mich die zweite große Erzählung unserer Zeit neben dem demografischen Wandel. Die Globalisierung und der Zwang, die Lohnnebenkosten zu senken, verbietet natürlich, die Beiträge der Arbeitgeber zur Rentenversicherung anzuheben. Also bleibt nur noch die Möglichkeit, die Rente zu senken. Und das leuchtet vielen Menschen ein. Es wird der Eindruck ihnen vermittelt, ihr müsst den Gürtel enger schnallen, ihr müsst kürzer treten, ihr könnt demnächst nicht mehr eine so hohe gesetzliche Altersrente erwarten. Ich nenne diese beiden Alternativen, entweder müssen die Renten gekürzt werden oder die Rentenversicherungsbeiträge müssen drastisch erhöht werden, eine sozialpolitische Milchmädchenrechnung, weil damit werden ganz bewusst dritte Alternativen ausgeblendet. Und diese dritten Alternativen wären beispielsweise, könnte man den Bundeszuschuss zur Rentenversicherung erhöhen. Da werden sofort viele aufschreien und sagen, dann muss ich aber mehr Steuern zahlen. Um Himmels Willen, das ist doch keine Lösung. Die zweite Möglichkeit, die ich mal ins Gespräch wenigstens bringen möchte, ist die einer solidarischen Bürgerversicherung, wie ich sie in meinem Buch Krise und Zukunft des Sozialstaates als Alternative zu diesen Reformen gekennzeichnet und dargestellt habe, nämlich die Möglichkeit, auch Beamte wie mich, Abgeordnete, Minister, Selbstständige, Freiberufler, meistens ganz gut verdienende Berufsgruppen einzubeziehen in die gesetzliche Rentenversicherung, damit gewissermaßen das finanzielle Fundament der Rentenversicherung zu verbreitern. Aber dann schreien sofort wieder welche auf und sagen, ja, aber die Beamten und die Minister verdienen besonders viel und die bekommen dann am Ende auch eine relativ hohe Rente. Und dann wird doch zumindest in der Zukunft auf diese Art und Weise werden dann große Kosten zukommen auf die gesetzliche Rentenversicherung. Da könnte man natürlich überlegen, ob man die Renten irgendwo deckelt. Ich weiß, da kommt sofort der Einwand, das ist aber verfassungsrechtlich problematisch und in der Tat hätte das Bundesverfassungsgericht zumindest heute ohne eine Diskussion darüber da ganz gravierende Einwände. Aber wenn man mal überlegt, die Schweiz, in der das so ist, in der die Millionäre einzahlen in die gesetzliche Rentenversicherung und zwar sehr viel, bekommen am Ende auch nur die gedeckelte Maximalrente, wie es für alle anderen gilt. Und die Schweiz ist kein kommunistisches Land. Also man könnte überlegen, ob das, was da passiert, nicht für uns auch modellhaft, vorbildhaft sein könnte. Unter der Voraussetzung, dass man sagt, ja, was in der gesetzlichen Krankenversicherung für jeden normal ist, nämlich dass der Abteilungsleiter, wenn er in der gesetzlichen Krankenkasse ist und viel mehr eingezahlt hat, wenn der krank ist, bekommt er auch nicht doppelt so viel Pillen, wie die Verkäuferin oder wie der Lagerarbeiter, der sehr viel weniger in die gesetzliche Krankenversicherung eingezahlt hat. Also könnte man doch sagen, auch in der Rente macht es irgendwo Sinn, dass diejenigen, die mehr verdienen und mehr einzahlen, weil sie es sich leisten können, mitfinanzieren die Renten für Menschen, die sehr wenig verdienen. Minijobber, Midijobber, ein Eurojobber, Friseurin, die selbst nach Tarif kaum ein Gehalt im Monat, selbst bei Vollzeiterwerbstätigkeit von 1.000 Euro erreichen und die natürlich dann am Ende ihres Erwerbslebens eine ganz geringe Rente zu erwarten haben. Vielleicht müsste in unserer Gesellschaft darüber eine Diskussion stattfinden. Die Agenda 2010 von Gerhard Schröder, mit dem ich zusammen Juso-Arbeit vor 30, 35 Jahren gemacht habe, die Agenda 2010 stand unter dem Motto Mut zur Veränderung. Und für mich wäre es Mut für einen Bundeskanzler oder auch jetzt eine Bundeskanzlerin, mal eine Diskussion anzufangen über den Sinn oder Unsinn von Beitragsbemessungsgrenzen heißen die. Denn wer 5.250 Euro im Monat im Westen oder 4.400 Euro im Osten verdient, der muss für das, was er darüber hinaus verdient, auch sein Arbeitgeber, keinen Euro und keinen Cent in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Deshalb, weil es diese Beitragsbemessungsgrenze gibt. Das heißt, da sind die Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung gerade für diejenigen gedeckelt, die am meisten haben und eigentlich auch mehr einzahlen könnten.
Ich finde, es wäre spannend, mal darüber zu diskutieren, warum hört bei uns in der Gesellschaft, in der gesetzlichen Rentenversicherung die Solidarität bei 5.250 Euro Monatsverdienst auf, obwohl Solidarität überhaupt erst anfängt, Spaß zu machen, wenn man 5.250 Euro im Monat oder mehr verdient. Und zwar einfach deshalb, weil man dann weiß, man selber und seine Familie ist gesichert. Und weil man das weiß, kann man dann, finde ich, durchaus auch mehr vielleicht, auch prozentual mehr einzahlen, als das diejenigen können, die eben sehr wenig verdienen. Dazu bedürfte es aber natürlich, ich weiß das, einer Bewusstseinsveränderung in der Gesellschaft und einer gesellschaftspolitischen Diskussion, die wir nicht mehr haben. Weil unter dem Schlagwort Eigenverantwortung, für mich wäre das ein würdiges Unwort des Jahres, ja genau das Gegenteil gepredigt wird, nämlich jeder soll für sich selber sorgen und nicht mehr für andere. Und ich bin auch kein politischer Traumtänzer. Das heißt, die Aufhebung der Beitragsbemessungsgrenze in unserer Gesellschaft ist sicher eine Illusion. Aber ihre deutliche Anhebung wäre schon ein Beitrag zu mehr Solidarität und wäre die Möglichkeit, um zu erreichen, dass die gesetzliche Rentenversicherung absolut auch finanziell auf besseren, gesunden Füßen steht. So, jetzt haben wir dieses Bild vor Augen des Spiegels, der letzte Deutsche, da ist nur noch das einzige deutsche Baby. Und jetzt will ich Ihnen, um zu zeigen, wie da die Demografie als Mittel sozialpolitischer Demagogie herhalten muss, will ich Ihnen ein anderes Titelbild des Spiegels auflegen. Das ist 10 Jahre älter und stammt aus der Diskussion über die Asylrechtsänderung Anfang der 90er Jahre. Da ist ein Schiff drauf, da hängen ganz viele Menschen dran, das sind Flüchtlinge, Asylbewerber. Die Überschrift dieses Spiegeltitels vom 9. September 1991 heißt Ansturm der Armen, Flüchtlinge, Aussiedler, Asylanten. Und die Botschaft war, das Boot ist voll. Wir können in der Bundesrepublik in einem so dicht besiedelten Land niemanden mehr aufnehmen, wir können keine Flüchtlinge mehr reinlassen. So leid uns das auch tut, diese ganzen armen Menschen da unten vor dem Schiff zu lassen. Aber wir hier auf dem Schiff, wir haben es auch voll, denn das können Sie da sehen, da ist überhaupt kein Platz mehr. Aber gut 10 Jahre später ist nur noch das einzige Baby da, nur noch ein einziger, dass man richtig es mit der Angst kriegt. Innerhalb von 10 Jahren hat sich das Bild auf dem Spiegel zumindest völlig verändert. Und warum? 1991 wollte man den Eindruck erwecken, wir können hier niemanden reinlassen, ihr müsst dringend den Grundrechtsartikel 16 ändern und das Asylrecht einschränken. Und da wurde mit diesem Titelbild politisch Druck gemacht. Und heute wird politisch Angst gemacht mit diesem Titel des Spiegels, nämlich da ist überhaupt niemand mehr, der demnächst die Renten der alten Leute erarbeitet, weil eben keiner mehr da ist und das deutsche Volk sogar mit den Babys, mit den schwarz-rot-goldenen Windeln immer mehr ausstirbt. Das ist, denke ich, die Botschaft, die verbreitet wird. Und daran können Sie sehr schön sehen, wie eben da auch solche Bilder dazu dienen, zu manipulieren und im Grunde einen Eindruck zu erwecken, der ganz flexibel gehandhabt wird, je nachdem, was man politisch dann gerade für mächtige ökonomische und politische Interessen besser gebrauchen kann. So, jetzt habe ich hier etwas, was im Grunde natürlich dieses Bild unterstreicht, aber mich jetzt so langsam zu meinem dritten Thema führt, nämlich wieder, diesmal ist es ein Titelbild des Stern vom 4.9.2003, die vergreiste Republik, finde ich hier auch sehr demagogisch dargestellt, ein verdörrender Baum mit den Gesichtern alter Leute. Und die Botschaft ist Gesundheit, Rente, Arbeit, Bildung, was wirklich auf uns zukommt. Und ich habe natürlich noch andere Beispiele aus der Zeit. Die vergreiste Republik ist da die Überschrift im Stern. Seniorenheim Deutschland, schreibt der Chefredakteur, also dort eine Kolumne. Seniorenheim, der Spiegel, ich zitiere ihn, am 30. August 1999 unter der Überschrift Zwang zur Wende. Weil Deutschland vergreist, wird die Rentenversicherung unbezahlbar und die Gesundheitskosten werden explodieren.
An einer wirklichen Reform der sozialen Sicherungssysteme führt kein Weg vorbei. Mit mehr Eigenvorsorge und weniger staatlicher Fürsorge. Es wird der Eindruck erweckt, als wäre die Höhe der Rente eine Frage der Biologie oder der Demografie. In Wirklichkeit ist die Höhe der Renten erstens eine Frage der Ökonomie, nämlich wie groß ist der gesellschaftliche Reichtum, der erwirtschaftet wird zu dem Zeitpunkt, wo die Rente fällig wird. Wie auch bei jeder anderen Sozialleistung ist das so. Übrigens nützt es auch nichts, kapitalgedeckte Renten zu haben, wie uns suggeriert wird, weil Aktien kann man nicht essen. Also wenn wirklich der demografische Wandel in dieser dramatischen Form irgendwann zuschlägt, dann werden da ganz viele alte Menschen plötzlich, weil sie eine Rente brauchen, ihre Aktien, ihre Wertpapiere auf den Markt werfen und verkaufen wollen, um daraus eine Rente verzehren zu können. Und wenn da keine jungen Menschen sind, die diese Aktien und Wertpapiere kaufen, dann gibt es auch keine entsprechend hohe Rente. Das heißt, entscheidend ist erstens, die Ökonomie ist dann, wenn die Rente fällig wird, die Wirtschaft so leistungskräftig wie gegenwärtig, boomt sie dann, ist das Bruttoinlandsprodukt womöglich noch höher als heute? Und man darf das wohl annehmen, denn die Rürup-Kommission, die mit meinen Auffassungen natürlich in keiner Weise konform geht, hat ein Gutachten bei der Prognos AG in Basel damals in Auftrag gegeben und gefragt, wie entwickelt sich die Wirtschaft der Bundesrepublik bis zum Jahre 2040? Und die Prognos AG hat geantwortet, im Durchschnitt wächst das Bruttoinlandsprodukt jährlich bis dahin um 1,7% und die Arbeitsproduktivität sogar um 1,8%. Und wenn das so ist, wenn also der Reichtum wächst, jährlich um 1,7%, bedeutet das irgendwann in den 40er Jahren Zins- und Zinseszinsrechnung auf 1,7%, kommt im Durchschnitt 1,7% drauf, dann haben Sie bis dahin, bis zu den 40er Jahren, haben Sie dann eine Verdopplung des Bruttoinlandsprodukts. Das heißt, der Reichtum, der jährlich erwirtschaftet wird, ist dann doppelt so groß. So, und aus diesem Reichtum muss dann unter anderem auch, müssen dann die Renten daraus bezahlt werden. Und deshalb ist natürlich die Höhe der Rente nicht nur eine Frage der Ökonomie, wie hoch ist der Reichtum, sondern auch eine Frage der Politik. Nämlich, wie wird dieser Reichtum auf die verschiedenen Klassen und Schichten der Gesellschaft, auch auf die verschiedenen Altersgruppen der Gesellschaft verteilen? Und genau das ist die entscheidende Frage. Und von dieser entscheidenden Frage, das ist sicher eine zentrale These meines Vortrages, wird abgelenkt mit der Diskussion über den demografischen Wandel und mit der Diskussion über die Generationengerechtigkeit. Damit bin ich beim dritten Teil, nämlich vielleicht der Frage, wie steht es denn um die Generationengerechtigkeit? Leben nicht die Rentnerinnen und Rentner auf Kosten der Jungen? Und da haben Sie hier in der Tageszeitung Die Welt vom 23. Oktober 2003 einen sehr schönen Artikel, Costa del Hüftgelenk. Also an den sonnigen Küsten Spaniens ist die größte deutsche Auslandskolonie. 500.000 Rentner pendeln da zwischen Strand und Arztbesuchen daheim. Ein Paradies, das sie da genießen. Also da wird der Eindruck erweckt, ein Buch eines Sachbuchautors, möchte ich ihn eigentlich nicht nennen, Bernd Klöckner, Die gierigen Greise. Also da wird der Eindruck erweckt, die beuten im Grunde die Jungen aus. Und es gab ja dann auch eine Diskussion über die Hüftgelenke. Sollen wir denen denn noch mit 65, 75 oder gar 85 Jahren ein Hüftgelenk bezahlen? Also das ist doch eine Frage, wie das Verhältnis sich zwischen den Generationen gestaltet. Und hier aus dem Stern, da heißt es dann, Deutschland vergreist, immer weniger Junge müssen für immer mehr Alte sorgen. Wenn wir nichts ändern, bricht unser ganzer Staat zusammen. Mhm. Ja, und ist das denn nicht so? Also, dass die Jungen arm sind und die Alten reich? Und kann man daraus nicht dann auch schlussfolgern, wie es die Bild-Zeitung dann macht, indem sie einen Funktionär der Jugendorganisation der FDP zitiert, Alte, gebt den Löffel ab, FDP-Politiker schockt alle Rentner. Mit solchen Überschriften vom 4. März 2005 in diesem Falle wird also Stimmung gegen die Alten gemacht und es wird der Eindruck erweckt, es stimmt in unserem Land nicht mehr das Verhältnis zwischen der jungen und der alten Generation. Es hat sich
Generationenungerechtigkeit eingeschlichen. Zum Beispiel, die Bild-Zeitung hat dieses Thema ja des Häufigeren, hier mit der Überschrift Schocktabelle zum Sozialsystem, alte kassieren, junge zahlen nur drauf, vom 22. Januar 2007. Also die Alten zocken eigentlich ab und die Jungen werden demnächst keine Rente mehr bekommen und verarmen zum Teil jetzt schon so. Und die Wochenzeitung Die Zeit, diesmal vom 21. Oktober 1999, mit der Überschrift Arme Junge, reiche Alte. Und in der Unterüberschrift wird auch schon gesagt, was man mit solchen Überschriften erreichen will. Eine echte Rentenreform muss die Rentner zur Kasse bitten, heißt es. Ja, und nun bin ich ja Armutsforscher und jemand, der sich sehr intensiv insbesondere mit der Armut von Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Und wenn ich Ihnen da jetzt nur ein paar Zahlen vielleicht darstellen kann, dann werden Sie auch sofort sehen, es ist doch so, dass die Jungen arm sind. Die Bundesagentur für Arbeit hat festgestellt, im letzten Jahr, im Oktober 2006, gab es 1,89 Millionen Kinder unter 15 Jahren, die in SGB-II-Bedarfsgemeinschaften landläufig Hartz-IV-Haushalte genannt leben. Also auf Sozialhilfeniveau, anders gesagt von 207 Euro. 1,89 Millionen Kinder von insgesamt 11,65 Millionen Kindern, die es in diesem Alter in der Bundesrepublik gibt. Jetzt sind das aber natürlich noch nicht alle armen Kinder, sondern sie müssten die Kinder in Sozialhilfehaushalten hinzuzählen, sie müssten die Kinder in Flüchtlingsfamilien hinzuzählen, sie müssten die Kinder von sogenannten Illegalen, ich würde eher sagen von Illegalisierten, weil kein Mensch ist illegal, also von Menschen, Migranten ohne Aufenthaltsstatus hinzurechnen und sie müssten diejenigen hinzuzählen, die in der Armutsforschung mit dem sehr unschönen Titel Dunkelziffer bezeichnet werden. Das sind Menschen, die keinen Antrag stellen, aber Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe bekommen werden. Und deren Kinder sind natürlich auch arm zu nennen. So, und wenn Sie all die zusammenzählen, dann haben Sie ganz vorsichtig geschätzt 2,5, 2,7 Millionen Kinder, die entweder auf oder unter dem Sozialhilfeniveau in der Bundesrepublik leben. Und ich finde das, weiß Gott, erschreckend. Wenn Sie dann sehen, wie ungleich die verteilt sind, also in dem reichen Landkreis Starnberg in Bayern sind es 3,9%, in Eichstätt in Bayern sind es 3,0% der Kinder und in Görlitz im Osten Deutschland sind es 42,5% aller Kinder, die von Hartz IV beziehungsweise genauer gesagt von Sozialgeld. Das ist das, was diejenigen bekommen, die in einem solchen Haushalt leben, wo der Haushaltsvorstand Arbeitslosengeld II bekommt. Die Kinder bekommen Sozialgeld und müssen dann eben mit ungefähr 2,55 Euro pro Tag beim Essen auskommen. So, und auf der anderen Seite, als Armutsforscher weiß ich, wer über den Reichtum nicht reden will, sollte auch über die Armut schweigen und wer die Armut mit Erfolg bekämpfen will, der wird auch den Reichtum antasten müssen, also sollten wir zumindest auch mal auf den einen Blick werfen. Die beiden reichsten Männer der Bundesrepublik, die Gebrüder Albrecht, Eigentümer der Aldi-Ketten Nord und Süd, Privatvermögen 32,15 Milliarden Euro. Beide sind 85 Jahre alt. So, zurück zu der Überschrift der Zeit. Ist das denn nicht so? Zwei alte Männer von 85 Jahren, die haben so viel Reichtum, das ist ja nicht nur ökonomisch unvorstellbar viel, auch für sehr wohlhabende Menschen. Sich 32,15 Milliarden Euro auch nur entfernt vorzustellen, dass sie sich jede Woche ein paar Segeljachten kaufen können und davon wird ihr Reichtum kein bisschen kleiner. Das kann sich unser einer gar nicht vorstellen. Damit ist aber natürlich auch sehr viel politische und publizistische Macht verbunden. Das politische Klima im Land nach seinen Interessen zu formen und zu gestalten. So, und wenn das der unvorstellbare Reichtum von so alten Männern, von Greisen ist, und auf der anderen Seite haben wir so viele arme Kinder, ja, haben wir denn dann noch irgendetwas, was man Generationengerechtigkeit nennen könnte? Anders gesagt, ist das denn nicht ein Grund, um dieses Thema des demografischen Wandels und der Generationengerechtigkeit wirklich aufs Tapet zu bringen? Guckt man genauer hin, stellt man allerdings fest, dieser Begriff Generationenungerechtigkeit lenkt eigentlich so als politischer Kampfbegriff vom eigentlichen Problem ab.
in die soziale Scheidelinie in unserem Land verläuft gar nicht zwischen Jung und Alt, sondern nach wie vor, ja, ich würde sogar sagen mehr denn je, zwischen Arm und Reich, und zwar in jeder Generation. Es gab auch noch nie so viele reiche Kinder wie heute. Sehr wohlhabende Eltern verschenken aus steuerrechtlichen Gründen kurz nach der Geburt ihres Kindes an dieses einen Teil ihres Vermögens, meinetwegen ihres Wertpapierbestandes. Und umgekehrt, bei den Älteren gibt es eben nicht nur die, die ich jetzt so hervorgekehrt habe, als Beispiel wohlgemerkt, nämlich die Allerreichsten im Lande, sondern es gibt auf der anderen Seite auch noch viele, viele hunderttausend alte, vor allen Dingen Frauen, Rentnerinnen, die mit 480, 500, 520 Euro auskommen müssen, trotz der sozialen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Rot-Grün geschaffen hat zum Glück, gibt es eben immer noch, wenn auch nicht mehr so stark wie in den 50er Jahren, ich habe das noch erlebt, auf den Trümmergrundstücken, wo die alten Frauen in feuchten Kellerlöchern hockten und, wenn sie überhaupt welche hatten, die Kohlen nach oben schleppten. Das gibt es so als Massenerscheinung heute nicht mehr. Aber so zu tun, als gäbe es keine Altersarmut, das, denke ich, lenkt wiederum von dieser Spaltung der Gesellschaft insgesamt ab. Und ich fürchte auch, dass man spricht gegenwärtig in der Armutsforschung von einer, von einer Verjüngung der Armut. Ich denke, es gibt in Zukunft auch wieder eine Seniorisierung der Armut. Und deswegen finde ich, ja, sollten wir uns von diesem Kampfbegriff, den zuerst die FDP, dann die Grünen, jetzt auch die Volksparteien in ihre Programme schreiben, dem der Generationengerechtigkeit nicht vom Eigentlichen abhalten lassen, nämlich für soziale Gerechtigkeit anzutreten. Ich komme zum vorletzten Punkt, nämlich zu der Frage, ist das denn eigentlich nur eine Angelegenheit, diese Generationengerechtigkeit für die Rente, oder ist das vielleicht auch eine Frage, die den Staatshaushalt betrifft? Hier ist aber nochmal eine ganzseitige Annonce, geschaltet von den privaten Krankenversicherungen mit der großen Überschrift Generationengerechtigkeit, private Versicherungskonzerne. Die haben natürlich an diesem Thema ein berechtigtes Interesse, weil wenn Angst verbreitet wird, dass mit dem demografischen Wandel und den vielen Alten eigentlich die Rente nicht mehr sicher ist, die gesetzliche Rente, dann werden die Menschen, und manchmal ist im Innenteil der Zeitung dann auch das dazu passende an Annonce und an Werbung der privaten Versicherer, dann muss man eben privat vorsorgen, muss eine Kapitallebensversicherung oder eine Riester-Rente abschließen, und das ist natürlich ein großes Geschäft für Versicherungskonzerne und Großbanken, die deshalb dieses Thema demografischer Wandel und Generationengerechtigkeit auch zu ihrem Thema gemacht haben, wo man dann auch entsprechend Anzeigen schaltet. Stichwort Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen. Aus dem Stern, hier wieder ein sehr schönes Titelbild, ein Baby, hier ist die eine Seite, hier ist die andere Seite, die Verlierer ist es überschrieben, das Baby, und dazu steht unter dem schönen Titel Sozialfall Deutschland, ich zitiere, Kinder, die heute geboren werden, sind eigentlich schon pleite. Denn eine Generation von Egoisten hat sich den Sozialstaat zur Beute gemacht und verprasst die Zukunft ihrer Kinder. Sie hinterlässt Schulden in Billionenhöhe und ein Sozialsystem, das vor dem Kollaps steht. Doch jetzt fangen die Jungen an, gegen die Schmarotzer im Wohlfahrtsstaat aufzumachen. Schulden in Billionenhöhe, da denkt doch jeder, aha, aber das ist doch nun genau das, was Kurt Biedenkopf mit einem Buchtitel Die Ausbeutung der Enkel genannt hat. Fast jeder Finanzminister, egal ob auf Bundes- oder Landesebene, bringt einmal in fast jeder Rede den Satz unter, wir leben auf Kosten oder auf dem Rücken unserer Kinder und Enkel. Und das scheint doch so, wenn wir 1,5 Billionen Euro Staatsschulden angehäuft haben, die unsere Enkel oder Urenkel zurückzahlen sollen. Diese wenigen Babys, die dann überhaupt noch geboren werden, wie sollen die das denn leisten, fragt man sich. Wieder
aus dem Stern der Emily Zeit, das Thema kampagnenartig über viele Jahre. Hier ist es ein Stern vom 21.11.2002, überschrieben Rente, der Aufstand der Jungen und die Last mit den Alten, heißt der entsprechende Artikel, aus dem ich jetzt zitiere. Konflikt der Generationen lautet der Untertitel. Die Jungen klagen an, Rentenbeiträge, Krankenversicherung, Steuern, die Belastung wird unerträglich. Ihre Eltern hinterlassen ihnen einen hochverschuldeten, abgewirtschafteten Staat. Gleichzeitig bedienen sie sich rücksichtslos weiter. Die Eltern. Ja, also das ist aber doch wirklich dramatisch. Ich bin nun nicht der Auffassung, dass der Staat unendlich Schulden anhäufen sollte. Aber ich bin der Auffassung, wie bei anderen Phänomenen auch, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden und ihren Weg dann immer wieder in die Medien finden, auf eine bestimmte Art sollte man kritisch hinterfragen, wie es sich denn damit verhält. Und diese gigantischen Staatsschulden, die sollte man auch darauf hinterfragen, ist das denn wirklich ein so großes Problem? Man müsste jetzt, das wäre realistisch und würde man übrigens, wenn man bei einem Privatmann nach den Schulden fragt oder bei einer riesigen Firma wie Siemens, die auch Schulden hat, dann würde man sofort gucken, was steht denn den Verbindlichkeiten an Forderungen gegenüber, an Guthaben auf der anderen Seite. Beim Staat tut man das nie, man fragt nie, was hat der denn an Wäldern, an Feldern, an Grundstücken, an Krankenhäusern, an Schulen, an Kindergärten, an Kampfpanzern, an Flugzeugen, die sich manchmal auch, wo sie meiner Auffassung nach nichts verloren haben, in Afghanistan herumtreiben. Was steht denn da sozusagen an Wertgegenständen den Staatsschulden gegenüber? Aber das fragt komischerweise niemand. Würde man das tun, würde man zu dem Schluss kommen, diese 1,5 Billionen Euro Schulden werden eigentlich aufgewogen durch das 2- bis 3-fache, was dem an Guthaben unterschiedlichster Art, an Vermögen gegenübersteht. Davon bricht ein Staat genauso wenig wie eine Firma zusammen, wenn man Schulden hat, sondern Schulden sind natürlich nötig. Insbesondere dann, wenn man damit etwas Sinnvolles macht, wenn man Kindergärten baut, wie die Bundesregierung das jetzt vorhat, mehr Kinderbetreuungseinrichtungen, ist das gerade für künftige Generationen ja eine sinnvolle Investition, wenn man Schulen und Hochschulen statt dort Studiengebühren zu nehmen, wenn man die öffentlich finanziert, dann sind, denke ich, auch Kredite, die man aufgenommen hat, sinnvoll angewendet. Und diese 1,5 Billionen Euro Schulden würde man natürlich jetzt auch bei einem Privatmann dem gegenüberstehen. Was ist denn sein Einkommen? Also wenn ich mit meinem Professorengehalt beispielsweise, sagen wir mal, 140% meines Jahreseinkommens auf einem Haus, an Hypothek habe und ich würde zum Steuerberater gehen, würde der sofort zu mir sagen, da nehmen Sie aber jetzt mal noch eine kräftige Hypothek obendrauf. So, das, was die Bundesrepublik Deutschland, genauer gesagt ihre Volkswirtschaft, alljährlich an Reichtum erwirtschaftet, das Bruttoinlandsprodukt, darin wird es gemessen, hat eine Höhe von 2,2 Billionen Euro. Ich weiß, das kann man jetzt nicht gegen die 1,5 Billionen Euro Schulden aufrechnen. Tue ich auch nicht, weil sofort gesagt würde, ja, aber der Staat, durch dessen Kassen laufen ja nicht diese 2,2 Billionen Euro, sondern die Staatsquote ist ungefähr 50%. Also nur die Hälfte davon geht sozusagen irgendwo über staatliche Kassen. Deswegen habe ich das jetzt schon einbezogen. Und so komme ich dann statt 70% des Bruttoinlandsprodukts oder 60, zwischen 60% und 70%, habe ich schon eine Verdopplung vorgenommen. Also so gigantisch ist diese Verschuldung des Staates, sind diese 1,5 Billionen Euro gar nicht. Auch wenn der Steuerzahlerbund, übrigens eine Lobbyorganisation, wenn der uns alljährlich mit seiner Schuldenuhr verdeutlicht, diese Schulden wachsen uns langsam über den Kopf, sind sie in Wirklichkeit auch in Relation zu anderen Ländern gar nicht so hoch. Und vielleicht noch ein entscheidendes Argument gegen diese Dramatisierung des Schuldenberges. Die Bundesrepublik Deutschland oder ihr Finanzminister Peer Steinbrück ist ja nicht verschuldet bei den USA, bei Großbritannien oder bei Argentinien.
sondern bei ihren eigenen sehr wohlhabenden und reichen Bürgern, die eben Bundesobligationen und ähnliche Staatsschuldverschreibungen in ihren Tresoren und in ihren Wertpapierdepots haben. Und warum haben sie die darin? Sie haben sie darin, weil in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine Steuerpolitik gemacht worden ist, die insbesondere die Wohlhabenden und Reichen immer weiter entlastet hat. Auch die großen Kapitalgesellschaften, wenn man mal die Körperschaftssteuer nimmt, die betrug unter der Regierung von Helmut Kohl noch 53% und ist jetzt gerade vor kurzem im Bundestag und dann demnächst sicherlich auch im Bundesrat im Rahmen der Unternehmenssteuerreform von Peer Steinbrück auf 15% gesenkt worden. Das heißt, ein Staat, der hoch verschuldet ist, schenkt gleichzeitig Milliarden an die großen Konzerne und hat für die Wohlhabendsten und Reichsten im Land genügend Geld, um sie immer mehr durch Senkung der Spitzensteuersätze zu entlasten. Daraus ziehe ich den Schluss, damit wird natürlich auch wieder eine bestimmte Politik gemacht. Steuern werden gesenkt, dadurch steigen tendenziell die Staatsschulden, dann wird geschrien um Himmels Willen, das können wir uns nicht mehr leisten, und gekürzt wird dann bei den sozial Benachteiligten, bei den Bedürftigsten, bei denen, wo Einschnitte in das soziale Netz verlangt werden. Und im Grunde wird da ganz bewusst und ganz gezielt von einer neoliberalen Meinungsmache wird im Grunde auf der einen Seite die Finanznot des Staates produziert, nämlich durch immer weitergehende Steuerentlastung derjenigen, die am leistungsfähigsten sind. Und auf der anderen Seite wird diese Situation, die man selbst geschaffen hat durch die eigene Steuerpolitik, wird dann benutzt, um den Um- und Abbau des Sozialstaates weiter voranzutreiben. Und es wird dramatisiert und es werden die Staatsschulden beschworen, die ins Unermessliche wachsen. Wohlgemerkt, der Staat kann sich nicht grenzenlos verschulden. Aber entscheidend ist, erstens, für was er das Geld ausgibt. Zweitens denke ich, Schulden werden immer in einer Generation gemacht. Schuldner und Gläubiger gehören derselben Generation an. Nehmen wir mal an, die Gebrüder Albrecht hätten jetzt auch Bundesobligationen als Teil ihres Reichtums, dann ist ja Peer Steinbrück so viel jünger auch nicht. Und die Kinder und Enkel der Gebrüder Albrecht werden natürlich diese Staatsschuldtitel in ihren Depots demnächst auch finden. Das heißt, die erben gar nicht Schulden, sondern diejenigen, die reiche Eltern und Großeltern haben, erben in Wirklichkeit das Gegenteil davon. Das zeigt, dass Schulden in jeder Generation gemacht werden, dass es Schuldner und Gläubiger in jeder Generation gibt und dass natürlich auch die Schulden genauso wie die Forderungen an die Schuldner vererbt werden, generationsmäßig. Und es wird der Eindruck erweckt von Kurt Biedenkopf und anderen, als würden die jetzigen prassen und die Schulden aufnehmen, die Kredite, und als müssten die Enkel sie zurückzahlen. In Wirklichkeit ist es auch da, in jeder Generation gibt es ganz unterschiedliche Verhältnisse, nämlich Arme und Reiche, welche, die dem Staat sogar ihr Geld leihen können, weil sie so viel haben und durch eine entsprechende Steuerpolitik immer mehr dazu befähigt werden. Ich komme zum letzten Punkt, nämlich zu der Frage, wo sind denn da jetzt Bezugspunkte zu den Auffassungen von Rechtsextremisten? Ursprünglich ist dieser Demografiediskurs, so nenne ich ihn, also das Reden und Schreiben über den demografischen Wandel, der angeblich in den nächsten Jahrzehnten so dramatisch ist, obwohl er schon im Jahr 1900 angefangen hat. Damals nämlich stieg die Lebenserwartung, es sank die Geburtenrate. Die Familien, die damals noch sehr groß waren, meine eigene, da wurden 13 Kinder geboren, von denen 12 groß wurden, erwachsen wurden. Das ist heute gar nicht mehr vorstellbar, eine so große Familie. Also dieser demografische Wandel, auch dass immer weniger Menschen immer mehr Renten zahlen müssen. Dieser Prozess setzt im Jahr 1900 ein, ungefähr, sogar etwas vorher schon. Und bis zum Jahr 1974, 1975 stieg der Wohlstand und wurde der Sozialstaat immer weiter ausgebaut. Auch die Renten wurden immer weiter angehoben. Wie war das möglich? Obwohl die Relation von Erwerbsfähigen und Erwerbstätigen zu Rentnerinnen und Rentnern eigentlich immer ungünstiger wurde.
Das war möglich, weil die Arbeitsproduktivität stieg, weil der Reichtum dieser Gesellschaft stieg. Ja, und weil natürlich, das können Sie sich vorstellen, wenn Sie schon mal eine Geburtstagstorte für einen Kindergeburtstag gebacken haben, wenn die Torte größer wird, das Bruttoinlandsprodukt, der Reichtum der Gesellschaft, und die Zahl der Kinder wird kleiner, denn man sagt uns ja, es ist kaum noch jemand im Jahr 2050 da, dann muss doch eigentlich genügend für alle da sein und die Tortenstücke müssten eigentlich eher größer als kleiner werden. Wieso hat das jetzt auch einen Bezug, wie ich gesagt habe, zum Rechtsextremismus? Hier ist eine Überschrift aus der Wochenzeitung Die Zeit, aus der Welt, aus der Tageszeitung Die Welt, von einem Migrationsforscher Rainer Münz, ein Gastkommentar: Wir werden immer weniger. Nein, wir werden gar nicht immer weniger. Die Weltbevölkerung wächst von jetzt 6,5 Milliarden Menschen auf irgendwann, so wird prognostiziert, ob es zutrifft oder nicht, wird sich in den nächsten Jahrzehnten zeigen, aber es wird prognostiziert, dass die Weltbevölkerung auf über 9 Milliarden Menschen wächst. Wir werden nur dann weniger, wenn man im nationalen Kollektiv guckt. Und auf das Baby, nicht zufällig hat es ja im Spiegel oder auf dem Spiegeltitelbild schwarz-rot-goldene Windeln an. Und nicht zufällig hat der Storch auf dem Titelbild des Stern eine schwarz-rot-goldene Schärpe um den Schnabel gebunden. Also nur wenn man in nationalen Kategorien denkt, nur dann stellt sich dieser demografische Wandel als ein Problem dar, wo immer mehr auch in der Mitte der Gesellschaft Angst haben, das deutsche Volk könnte aussterben. Ich zitiere aus dem Spiegel, Ausgabe 15, 2001. So pathetisch das klingen mag, sag nicht ich, sondern der Spiegel. Es geht um den Bestand des deutschen Volkes. Das ist natürlich eine Ausdrucksweise, die man früher eher ganz weit rechts außen vermutet hätte. Hier ist eine Überschrift, und da gibt es unzählige von, aus der rechtsextremen Wochenzeitung Junge Freiheit: Ein sterbendes Volk, heißt es da, Bevölkerungsrückgang, Gebärverweigerung wird mit Zuwanderung bestraft. So, und die Schlussfolgerung, die Rechtsextremisten und Neonazis, die dieses Problem schon ewig umtreibt, das deutsche Volk könnte aussterben, die Lösung, die man da präsentiert, die wandert nun auch immer mehr wie andere Diskurse der extremen Rechten, der Nationalstolz und anderes mehr, die Angst und vor Überfremdung und manches andere mehr dieser Diskurse, die wandern immer mehr in die Mitte, und damit werden Themen der extremen Rechten, ohne dass die Mitte es merkt, zu ihren eigenen. Nicht die Journalisten des Spiegel oder des Stern werden zu Rechtsextremisten oder Neonazis, aber man hat zu wenig Sensibilität für dieses Thema des demografischen Wandels. Und man fordert jetzt genau dasselbe inzwischen in der Mitte der Gesellschaft, nämlich eine aktive, pronatalistische, auf mehr Geburten gerichtete Bevölkerungspolitik. Und hier ist jetzt das Titelblatt der Zeit vom 10. August 2000. Kinder, Kinder, Ausrufezeichen. Die Zahl der Deutschen fällt rapide. Das ist so dramatisch, da muss man doch jetzt entgegenwirken. Und wie macht man das? Auch wieder aus der Zeit von der Redakteurin Susanne Meyer: Her mit den Kindern, Ausrufezeichen, Plädoyer für eine moderne Bevölkerungspolitik, die den Namen verdient. Aus der konservativen Wochenzeitung Rheinischer Merkur vom 31.07.2003 auf der ersten Seite: Kinder für das Land heißt die Überschrift, und weiter: Eine neue Bevölkerungspolitik muss her. Alles ruft nach der Bevölkerungspolitik, und hier die Überschrift sogar in der Frankfurter Rundschau: Deutschland braucht mehr Kinder. Allerdings ist es nicht von der Frankfurter Rundschau selbst, sondern von der damaligen Familienministerin Renate Schmidt, und nicht zufällig der Verwaltungsgesellschaftsvorsitzenden der Bertelsmann, der Vorsitzenden der Bertelsmann-Verwaltungsgesellschaft Nismon, die Bertelsmann-Stiftung, die diese neoliberalen Diskurse vorantreibt, der Globalisierung und der Umgestaltung der Gesellschaft nach dem Vorbild des Marktes. Die beschäftigt sich auch sehr intensiv mit dem demografischen Wandel und bringt dann die Politiker auf diese Spur. Deutschland braucht mehr Kinder. Da hätte man früher vermutet, es ist in einer rechten oder Rechtsaußenzeitung die Überschrift. Heute in einer linksliberalen Frankfurter Rundschau.
und auch die Überschrift aus Deutschland braucht mehr Kinder aus dem Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD. Bevölkerungspolitik wird mehr und mehr als Begriff wieder enttabuisiert, obwohl nach 1945 aufgrund des Mutterkreuzes und der Eugenik und der sehr schrecklichen Bevölkerungspolitik, die die Nazis gemacht hatten, dieser Begriff Bevölkerungspolitik in Deutschland, zumindest in Westdeutschland, tabuisiert war. Er wird mehr und mehr enttabuisiert. Nun mag mancher sagen, was hat er denn gegen die Bevölkerungspolitik? Ich habe Folgendes dagegen. Familienpolitik ist sinnvoll. Familienpolitik versucht Folgendes. Sie versucht, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, soziale Bedingungen des Aufwachsens für Kinder. Und sie versucht vor allen Dingen damit, Menschen, jungen Menschen und Familien, die den Kinderwunsch haben, zu ermöglichen, dass sie Kinder bekommen. Bevölkerungspolitik versucht, diesen Wunsch hervorzubringen, staatlicherseits. Und indem der Staat das tut, in einer Diktatur tut er das, da plant der Staat, wie viele Kinder brauchen wir. Und entsprechend wird eine solche Bevölkerungspolitik gemacht. Da werden die Menschen, insbesondere die Frauen, letztlich als Gebärmaschinen benutzt, weil der Staat vorgibt, dass die Frauen und die Männer Kinder, meinetwegen mehr Kinder, zu bekommen haben. Nicht die Einzelnen sollen das entscheiden, wie das in einer Demokratie, denke ich, einzig angebracht ist. Nämlich, dass diese sehr, sehr private, intime Entscheidung, ob Menschen gemeinsam ein Kind wollen, das soll ihre eigene Entscheidung bleiben. Und ich denke, das ist nicht Sache des Staates, durch Bevölkerungspolitik darauf hinzuwirken. Jetzt hat aber diese Bevölkerungspolitik nicht nur eine quantitative Seite, nämlich wie viele Babys werden geboren und kann man dem nicht ein bisschen nachhelfen, dass mehr Babys geboren werden. Übrigens, wenn schon, dann braucht natürlich unser soziales Sicherungssystem Beitragszahler. Wenn nämlich aus den Babys Arbeitslose oder Beamten werden, zahlen die überhaupt nichts ein in die gesetzliche Rentenversicherung, zumindest so lange nicht, wie es keine solidarische Bürgerversicherung gibt, sondern Bevölkerungspolitik hat auch eine qualitative Seite. Man kann nämlich auch fragen, und die Nazis haben das ja sehr exzessiv getan, wer soll denn die Kinder bekommen? Damals waren es die Arier, die Kinder kriegen sollten, und die Slawen und die Juden und andere sollten es nicht tun und wurden dann häufig auch sterilisiert, zwangssterilisiert, was auch eine Seite der Bevölkerungspolitik war, die ihre Schrecken hatte. Auch heute gibt es wieder Tendenzen bis in die Mitte der Gesellschaft hinein zu sagen, ja, wir wollen noch lange nicht jedes Baby, sondern wir wollen ganz bestimmte. Der FDP-Politiker Daniel Barth, der zuständig ist in der FDP, im Bundesvorstand der Partei für Fragen des demografischen Wandels, der hat dann in der Bild am Sonntag vom 23. Januar 2005 gesagt, in Deutschland kriegen die Falschen die Kinder. Und hat sich so ausgedrückt, dass der Staat vor allen Dingen Akademiker bei der Erfüllung ihres Kinderwunsches unterstützen muss. Denn er hat gesagt, es ist falsch, dass in diesem Land nur die sozial Schwachen die Kinder kriegen. Und wenn Sie jetzt mal sich das Elterngeld angucken, dann können Sie darin durchaus Ähnliches finden. Mit dem Elterngeld bekommen diejenigen, die sehr viel verdienen, 67% ihres Nettoeinkommens bei 1800 Euro im Monat gedeckelt. Und damit sollen hochqualifizierte, meist akademisch gebildete Frauen motiviert werden, mehr Kinder zu bekommen und dann schnell nach einem Jahr wieder in den Beruf zurückzukehren. Diejenigen, die wie Studentinnen, wie Sozialhilfeempfängerinnen oder wie Alleinerziehende, die von Arbeitslosengeld 2 leben. Wenn die ein Kind bekommen, bekommen sie sogar weniger Elterngeld, als sie früher Erziehungsgeld bekamen, nämlich 300 Euro, sogenanntes Mindestelterngeld. So hoch war auch das Erziehungsgeld, aber das haben sie 24 Monate lang bekommen. Dies bekommen sie jetzt das Elterngeld nur 12 Monate lang. Und das heißt, auch da wird ganz deutlich, mit dem Elterngeld wird meiner Meinung nach nicht die Armut von Kindern bekämpft, sondern die Armut an Kindern. Denn diejenigen, die das Geld am dringendsten für ihre Kinder bräuchten, die bekommen am wenigsten, nämlich nur den Sockelbetrag. Jetzt fragt man sich natürlich, warum wird denn da
obwohl es sowas Anrüchiges und irgendwo an die Nazis Erinnerndes hat, warum wird denn da Bevölkerungspolitik gefordert und wieder salonfähig gemacht? Und das habe ich mich auch gefragt, bis ich dann auch in der Zeit vom 9. Januar 2003 diese schöne Überschrift gefunden habe: Mehr Kinder, mehr Macht. Europa schrumpft, die USA wachsen, auch die Einwohnerzahl entscheidet darüber, wer künftig in der Welt den Ton angibt. Also man möchte wieder den Ton in der Welt angeben und glaubt, das nur zu können, wenn man den demografischen Wandel entsprechend gestaltet. Ich komme zum Schluss und ich will, Sie gucken so traurig und deprimiert nach all diesem, was ich Ihnen da Schreckliches gezeigt habe, wie das deutsche Volk am Aussterben ist. Ich will Ihnen auch noch ein bisschen Hoffnung machen. Der Express, das ist die Bild-Zeitung im Rheinland, also die Variante der Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung gibt es natürlich daneben auch im Rheinland. Der Kölner Express vom 19. Mai 2007 mit der schönen Überschrift erschienen: Die schönste Nachricht seit Jahren, jetzt sollen Sie sich nämlich freuen, Babyboom im Rheinland. Kölner Geburtenrate stieg im ersten Quartal 2007 um 15,6%, mehr Kinder, weil es mit der Wirtschaft aufwärts geht. Also nicht nur die Fußballweltmeisterschaft hat bewirkt, dass die Babys nun doch wieder boomen und all das so ein bisschen relativiert wird, was man über Jahre in den Medien hat hören und lesen können. Und zu allerletzt aus ganz jüngster Zeit, nämlich vom 16. Mai 2007, ein Artikel aus der Zeit. Die Zeit hat, nachdem im Zusammenhang mit der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes die Schlagzeilen in der Presse sich überschlagen hatte und so deutlich wurde, dass da auch bestimmte ökonomische Interessen dahinter standen und auch Wissenschaftler hervorgetreten sind, die von entsprechenden Einrichtungen der privaten Altersvorsorge auch finanziert wurden. Als das zu offensichtlich wurde, hat die Zeit, die jahrelang regelrecht als Vorreiter auf diesem Gebiet des demografischen Wandels Horrorszenarien gemalt hat, einen Schwenk vollzogen. Und seit einigen Monaten häufen sich in der Zeit die Artikel, die das Ganze relativieren. Und hier ist jetzt die schöne Überschrift: Falsche Propheten. Seit über 100 Jahren sagen Bevölkerungswissenschaftler eine Vergreisung der Gesellschaft voraus. Und in dem Artikel wird nachgewiesen, dass all diese Prognosen falsch waren. Und vielleicht sind die Babys im Rheinland ja schon ein Vorbote dieser guten Nachricht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.